nach Olsztyn, nach ten Grudziądz, nach Norden, nach Elbląg, weiter Braniewo. Lichtventilatoren Fabrik. Restauriert und es entstanden hier Schulen, Banken und alles Mögliche. Hier das Haus wird auch noch renoviert. Man hat schon Fenster eingebaut. Die haben alles mitgenommen. Armaturen, Fensterläden hier auch. Raus, so wie hier rechts. Sehen, versteckt heute in diese Zelte. Ist vielleicht spazieren gegangen. Nicht. Naja, was ich noch sagen wollte, der Neumodschen Cholesterinchen sind auch klein und still. Und wenn du den Unterschied 9 und 9 erbaut, dieser Kanal, das wird das einzige solche Einrichtung in Europa. 5 Millionen Mark damals, das war sehr, sehr viel Geld. Ja. Also statt 30 Schleusen baute er 5 solche geneigte Ebenen. Gezogen werden. Jedes Mal etwa halb Kilometer. Der kürzeste Weg, das ist 350 Meter, 13,5 Meter Höhenunterschied. Jetzt weg mit der Straßenbahn. Busse sind dann nur gefahren und heute bereut man das. Es ist schade, weil das umweltfreundlich ist. So, unterwegs werden wir einen von diesen zwei Seen können wir sehen vom Weiten. Das ist, der See ist fast 100 Meter höher. Hier gibt es auf diesem See. Hier, wenn man nach rechts fährt, nach ein paar Kilometer ist auch. Und es ist auch keine Möglichkeit, etwas zu trinken oder zu essen. Zu trinken. Ja, aber hier bekommen die Kühe normalerweise fertiges Zeug zu fressen. Und pachtet hier Agrarland, denn es ist so, wir schon rausfahren. Wenn wir schon rausfahren, werden wir irgendwo an Tankstelle halten. Noch knapper dan een landing. Ze verblijven hier, dus het is hier vast half. Kom aan, staat er nou wat op waar we zitten? Zou je niet durven zeggen? Nou, ik zal eens even kijken. Nou, hier zit ook de vogel. Oh, kan ik even zien waar we zijn? Ja. Zijn we ook begonnen. Ja, wij hebben... Ja. Plaats van de sluis, hè. Kippen.
Moet via de kabel aan de boven. Boot omhoog getrokken. Ja, je moet meelopen, hè, want anders word je te ver weg. Je blijft achter. Ja, ik doe de elf op een klein flesje, op een klein pakje. Is haast net zo duur als een groot pakje. Ja, dat deed. Dag, hier op de rest en zuid. Hier staat achter dan. Gute Reise, Leiter. Das ist eine Kirche zu sehen. Das ist eine Wallfahrtskirche. Und das ist schon Ermland, Warmia. Ermland war immer katholisch.
In der Zeit, als Masuren evangelisch war, hier war katholischer Glaube. Gesichter und Hände, alles andere ist mit silbernen Kleid bedeckt. Diese Kirche ist sehr schön bemalt, hat reiche Ausstattung. In der Nähe der Kirche ist auch ein Brunnen mit Wasser, das heilende Kräfte besitzt, gut bekannt nach Erscheinungen. Zu Ende des 19. Jahrhunderts sollte sich die Mutter Gottes zwei Frauen aus dem Dorf gezeigt haben, als Weges. Der jetzt Olsten ist eine Straße, Autoreifenfabrik. Autoreifenfabrik im Turm von der Jakobikirche. So langsam, wenn es geht, auf die linke Spur. Duo? Same? Ja. Was ging denn? Nee, kann nicht singen. Was war da in Auto? Die Leiter ist teilweise gebrochen, er steht oben. Das ist ein... Ein Pflaster, so wie das früher war. Dann oben dort, wo Dach gemacht wird, das kleine evangelische Kirche. Yeah, that's it.